statt von den Amateurfahrern mit einer Vorgabe von einer Minute. Dann das Hauptfeld, rund 70 Spezialisten aus 12 Nationen. Und achten Sie auf Startseil, da gibt es Probleme. Einige Fahrer werden behindert und verfangen sich, kommen schlecht weg. Ein grosser Nachteil, denn vorne werden die Positionen sofort bezogen. Der Albert Zweifel tut den Vorgang fast zinderst. Im roten Tenue mit dem Nummer 4 sehen wir ihn da rechts am Bildrand. 1 Stunde 4 Minuten später, nach 24,2 Kilometern, der Jan Lamprechts als Solosieger leitet den dreifachen belgischen Sieg ein. Zweiter Dani Döbi, dritter Paul Herreichers. Bist du zufrieden mit dem rennsportlichen Verlauf heute? Ja, eigentlich schon nicht so, nein. Wieso nicht? Der beste Schweizer schlussendlich der Neoprofi Hans-Rudi Büchi als Vierter. Sind die Belgier dank bereits gefahrenen nationalen Quere im Vorteil gewesen? Ich fand, es war etwa zwei Rennen und immer im Herbst sind es gut. Van Baken und überall auf denen gehört man nachher bis zur Weltmeisterschaft immer viel. Oder können wir nicht mehr in die Schweiz fahren, weil das ist einfach ihr bevorzugtes Rennen hier. Wettbelgien auch, flach und um alle Ecken. Wer auch immer die Fahrt um die Ecken am besten gemeistert hat, der Quersport ist in der Schweiz beliebt. Das hat der grosse Zuschaueraufmarsch bewiesen. Aber was ist es denn, was das Publikum so fasziniert? Wieso kommen sie schauen? Das spektakuläre Fahren im Gelände und auf die harten Kämpfe und so weiter. Der Aquasport an und für sich ist sehr abwechslungsreich, also muss einer konditionell wie auch physisch und psychisch muss er beieinander sein, wenn er mal vorher mitmischt. Wegen dem Mann gehe ich schauen und wegen dem Kind. Ja, fährt er? Nein, er fährt nicht, aber sonst rennen oder ein bisschen. Und einfach die Faszination vom Ganzen. Es ist vor allem die Atmosphäre und ich glaube, dass das auch noch ein Sport ist, wo noch fairer ausgetragen wird, im Gegensatz vielleicht zu anderen Rennen, zu Bahnrennen oder so, wo keine Action ist und da sieht man noch, dass wirklich gekämpft wird. Ich tue jeden immer schätzen, der hier fertig fährt. Es ist ein enorm guter Sport. Wir haben Spass daran, von den jungen Leuten, dass sie etwas machen. Ich finde das ein sehr schöner Sport, nicht so laut. Weil ich auch gut in Sport war. Jetzt aber auch wieder vorne. Also mein Wunsch spielt mit, ich finde es gut. Es ist auch interessant, wenn sie sich ausgehen. Die Kondition, die die Fahrer haben. Und das Training, das es braucht, vom ersten bis zum letzten, der letzte, der gibt sie sonst nicht. Und also das ist ein schäurig härter Sport. Dunkel mich härter als Strassenrennen. Das bergauf und bergab, das Storen nicht nur. Sie müssen sich schon ein bisschen anstrengen. Ich bin nur zum Fotografieren da. Das ist der härte Sport, das gibt in meinen Augen. Und wird viel zu wenig unterstützt. Oder? Wenn man Fußball und so, dann kommt alles im Fernsehen. Von dem bringt es viel zu wenig. Recht hat er doch. Darum höchste Zeit für ein paar Rennsequenzen von der schnellen Strecke. Interessant war natürlich auch, wie einzelne Fahrer die Hindernisse gemeistert haben. Auf der Verfolgung vom Sieger Lamprechts mit dem Nummer 33, der Herr Eichers am Schluss dritte, der spätere 50 Roland Liberton mit dem Nummer 7 und ohne Absteigen der Dani Döbi, er, der schlussendlich Zweiter geworden ist, der Schweizer Büchi am Schluss von dem Verfolgerfeld, zieht es vor, zu Fuß zu gehen. Man hat auch immer wieder Leute gesehen, die mit Velo über die Piste gesprungen sind. Das sind nicht verwirrte Velotouristen gewesen, sondern die Helfer von diesen Fahrern, die von einem Ecke zum anderen gesprungen sind, um eben im richtigen Moment dort zu sein, dann während ihre betreute Fahrer eine Panne hat. Eigentlich hat an dem bei trockenem Wetter Austreiterrennen nur etwas gefehlt. Ja, was gehört doch auch noch zum Quersport? Lieber heute kannst du uns Dreckig werden. Vor allem, wenn es ein bisschen dreckiger wäre, wäre es noch interessant. Ja, ich habe ein bisschen auf Regen gehofft. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen Fehler gemacht, aber ich habe schon vor dem Start gewusst, dass ich auf dieser Strecke in dem Terrain nicht weit vorne wird. Wie müsste man eigentlich doch fast sagen, vom Bergkönig zum Schlammkönig? Ja, ich habe letztes Jahr eine gute Saison gehabt und ich hoffe auch wieder, dass ich eine vernünftig quer gewinnen kann. Dann ist man schnell ein König in der Schweiz, wenn man ein paar Rennen gewinnt. Natürlich also nur wegen dem Regen fährt der Beat Breu nicht. Wir wünschen ihm in der kommenden Saison Menge Erfolg.
Auch ihn haben wir abschließend gefragt, was ihm am Quersport dann gefällt. Ja, den Sport finde ich auch gut. Laufen und Velofahren zusammen, wie man das integrieren kann. Es ist ein Ausgleichssport für den Winter. Wenn man Strassenrennen fährt, hat man im Winter nichts. Wenn man keine Bahnrennen fährt, ist Quer ideal. Die Quersaison hat ja erst gerade angefangen. Nur manches Rennen und die Weltmeisterschaften in der Schweiz stehen bevor. Aber alle sind nicht nur wegen dem Rennen gekommen. Dazu hat auch das Wetter beigetragen. Velosport an und für sich interessiert mich nicht. Ich finde einfach den ganzen Jubeltrubel noch ganz lustig. Gemütlichkeit war also neben der Rennstrecke gefragt. Man trifft sich in Steinmauer. Und sind die Fahrer auch noch so schnell getrampelt, für eine Wurst hat es nicht mehr gelangt.